Willkommen zurück. Ach verdammt, ich wollte doch nicht mehr willkommen sagen. Naja, dann wisst ihr jetzt Bescheid. So. Es geht um Valasti. Ein Handel mit dem verrückten Gott. Adepten, Charlidor muss euch gefunden haben. Freut mich sehr, euch wiederzusehen. Ich habe das letzte Buch übersetzt und jetzt können wir endlich Rumbutter quirlen. Oh Gott, Valasti, es geht euch noch schlechter. Nein, ich bin nur sehr müde. Charlidor sei Dank konnten wir das verborgene Ritual entschlüsseln, das über mehrere Folianten verteilt war. Er ist bereit und wartet nur auf euch. Gemeinsam werdet ihr das Ritual durchführen, das... Durchführen? Aber wodurch führt er es denn? Nee, das ist kein Spaß. Ich glaube, Valasti... Oh, Entschuldigung. Valasti ist, glaube ich, an die Flachwitzkrankheit erkrankt. Ihr müsst euch ausruhen. Konzentriert euch nur auf die vor euch liegende Aufgabe. Ich habe schon einen Ritualplatz vorbereitet, wie ihr sehen könnt. Hier sind die Bücher. Nehmt sie und legt sie auf die Lichtsäulen in der Halle. Sie werden die Kraft der Bücher für den Erzmagier bündeln. Wenn ihr darauf besteht. Ich werde bald genug ruhen können, Adeptin. Charlidor ist der einzige Grund, warum ich fertig werden konnte. Sein Enthusiasmus und seine Energie halfen mir durch diese schwere Prüfung. Im Vergleich zu unseren letzten Treffen wirkt ihr noch schlechter. Bitte, Adeptin, ich erhole mich schon wieder, wie ich schon gesagt habe. Die Übersetzung der Bücher hat mir einen beträchtlichen Tribut abverlangt. Ich bin völlig ausgelaugt. Doch das wird es wert sein. Die Zuflucht wird so viele Leben retten und uns die Chance geben, unser Werk in Frieden zu verrichten. Das funktioniert leider nicht so. Wenn sie versucht zu rasten, dann erscheint eine Meldung und da steht dann, du bist viel zu ausgelaugt, um zu rasten. Also ein Rasten ist unmöglich. Bing! 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 Und bing! Zeiten der Magica. Wie habe ich das doch vermisst? Wir haben es geschafft. Wir können endlich meine Insel zurückerobern. Wie lautet der Plan? Ich werde die vereinte Macht der Bücher nutzen, um die Insel nach Tamriel zurückzureißen. Sheogorath hat verloren, Adeptin. Wir haben es fast geschafft. Womit müssen wir auf der Insel rechnen? Es ist ein prächtiger grüner Ort, an dem das Leben pulsiert. Wir haben in ganz Tamriel Gildenmitglieder, die sich bereithalten, um sich uns anzuschließen. Es wäre der perfekte Ort für die Gilde, um in Ruhe zu lernen und zu lehren. Es wird glorreich werden. Charlidor, Valasti geht es nicht gut. Ich weiß, sie ist sehr müde. Sogar noch schlimmer als zuvor. Doch sie hat meisterliche Arbeit bei der Übersetzung dieser Bücher geleistet. Und ich bin sicher, dass sie ein Gewinn sein wird, sobald wir die Insel erreichen. Sie wird schon bald mehr als genug Zeit haben, um sich auszuruhen. Sie ist erschöpft und gibt seltsame Dinge von sich. Ich gebe zu, sie redet in letzter Zeit schon ein wenig wirr. Ich dachte nur, das läge an der üblichen Zerbrechlichkeit einer Sterblichen. Manchmal vergesse ich glatt, wie zerbrechlich ihr tatsächlich seid. Wir werden gemeinsam über sie wachen, meine Freundin. Aber die Prüfungen sind vorbei, oder? Ich glaube schon. Ich bin sicher, dass ihr den verrückten Gott genauso satt habt wie ich. Nun kommt. Ich werde das Ritual durchführen und ein Portal in unser neues Heim öffnen. Folianten, hört mir zu! Was mir genommen wurde. Auquea, höre meinen Ruf. Alter Schwede.
Die Erde bebt. Da stimmt was nicht. Ich spüre. Adeptin, Ballaste, folgt mir! Ogwea war einst ein Teil. Danke. Ich wollte das gerne vorlesen. Naja, es war lang genug da. Ihr könnt Pause drücken, wenn ihr es wissen wollt. Ja, Ogwea heißt die Insel. Wir sind jetzt da. Hier liegt ein Deadroth. Haltet mich für einen Narren. Warum habe ich diesem Verrückten vertraut? Was meint ihr? Was ich meine? Schaut euch diesen Ort an. Auf dieser Insel wimmelt es von Daedra. Sheogorath hat uns den Apfel gegeben, aber er ist voller Würmer. Was tun wir? Es gibt eine große Halle in der Mitte der Insel. Von diesem Aussichtspunkt aus können wir uns einen besseren Überblick verschaffen. Ihr und Valaste geht diesen Weg hier hinauf. Ich treffe euch dann dort. Wir sehen uns dort. Dann wollen wir mal geheiligte Soldaten killen. Ja, das ist Ogwea. Ogwea ist ziemlich geil. Faszinierende Kreaturen. Er hat uns verlassen. Warum hat er uns verlassen? Los, los. Ich kann den Erzmagier nicht warten lassen. Die spricht in Reim. Er hat uns... Dim 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 dim. Einen davon aus der Nähe zu sehen. Sucht Shalidor in der Gildenhalle auf. Oh nein, ein Deadroth. Deadroth. Ich weiß nicht, wie spricht man es aus? Deadroth. Stufe 43, Typus Boss. Schwierigkeitsgrad mittelschwer. Ich habe gerade entdeckt, weshalb Arten von Daedra falsch ist. Warum sind meine Viecher gerade verschwunden? Darauf haben wir uns nicht geeinigt, verrückter Gott! Verlass diesen Ort! Vorsichtig, Magier! Denkt daran, mit wem ihr redet. Unsere sterbliche Freundin ist angekommen. Boah, Schmetterling. Seid still, Charlie. Die Erwachsenen reden. Ah, gut. Wir zwei können uns vernünftig unterhalten. Charlie, du bist einfach zu alt und verschroben für mich. Was macht ihr hier, Sheogorath? Wir hatten eine Abmachung. Wisst ihr, was das Komische an Abmachungen ist? Dass sie wirklich zu den Dingen gehören, die man besser aufschreiben sollte. Ich sagte, ihr könntet die Insel finden, wenn ihr die Prüfungen meistert. Die Portale ins tiefste Reich des Vergessens, die hier und dort verstreut sind, die sind eine Art Dreingabe. Dann ist das also eine Art weitere Prüfung. Wenn ihr das so sehen wollt, klar. Es ist eine weitere Prüfung. Ich bin sicher, ihr und Valaste... Oh, hallo Süße. Ich bin sicher, ihr werdet keine Probleme damit haben, die Portale zu schließen. Ehrlich gesagt... bin ich überrascht, dass die Meisterin der Incunabula hiermit nicht gerechnet hat. Warum seid ihr so auf Valaste fixiert? Ganz ohne Grund.
Was wollt ihr damit andeuten? Dass meine Entscheidung, die Bücher zu verfluchen, pure Berechnung war? Dass dieser alte, verrückte Sheogorath wusste, dass es nur eine Handvoll Leute in der Gilde gibt, die ihre Arbeit hätten leisten können? Oh. Wahnsinn. Wovon sprecht ihr? Oh, ich bin sicher, ihr kommt schon noch darauf. Ihr habt schließlich den blöden, alten Sheogorath überlistet, nicht wahr? Wie dem auch sei. Kümmert euch um die Kristalle, um die Portale zu schließen. Viel Spaß und bis bald. Wartet, was meint ihr da eben mit Überlasse? Ich find's geil, wie er ins Schmetterlinge zerfliegt. Verdammt! Was habe ich mir nur dabei gedacht, den Fürsten des Wahnsinns anzugreifen? Sheogorath sagte etwas über Valaste und den Fluch, den er auf die Bücher gelegt hat. Wartet, Adeptin. Das ergibt keinen Sinn. Was meint ihr damit? Sheogorath hat den Fluch auf diese Bücher gelegt, um uns zu verlangsamen und unsere Aufgabe zeitaufwendiger zu machen. Er meinte, er hätte gewusst, dass nur wenige Leute in der Gilde diese Bücher übersetzen können. Dann war der Fluch dazu gedacht, die Bücher Valaste vorzulegen. Sie sollte sie lesen. Adeptin, das bereitet mir große Sorgen. Aber darum müssen wir uns später kümmern, wenn die Insel sicher ist. Was ist mit Valaste? Sie wird bei euch bleiben. Fürs Erste wird ihr schon nichts zustoßen. Valaste, geht mit unserer Freundin hier los, um die Portale zu schließen. Die Adeptin wird euch beschützen. Was werdet ihr tun? Sheogorath hat einen mächtigen Schutzzauber auf dieses Gebäude gelegt. Ich werde ein paar Augenblicke brauchen, um ihn zu brechen. Geht! Ich sollte hier fertig sein, sobald ihr zurückkommt. Wir bringen das schon zu Ende. Schließt das westliche, nordöstliche, südöstliche Portal. Ich kann das machen, Adeptin. Ich bin bereit zu tun, was getan werden muss. Mein Aufladen schon immer so lange gedauert. Das Kämpfen ist so müde. Warum können wir nicht alle einfach reden? Reden? Ja, reden wir. Dim. Meine Kampfzauber waren nur Theorie. Bam. Ein Hickory-Schild, ich nehme den mit. Ein Hickory-Schild, ich nehme den mit. Verführerinnen Scharfblick. So, da hinten haben wir einen Portalstein. Ein Betrachter, kein Beobachter. Da steht Betrachter. Ja, ihr seht richtig, es gibt ja nachher eine Bank. Gibt es etwas Gutes an diesen Dingen? Licht oder Hoffnung? Nein, nicht ganz. Aber es gibt später was Gutes hier, und zwar eine Rüstung. Und zwar die Shalidors Set-Rüstung. Die ist schon nicht schlecht. Ho, 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 ho.